Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die neuen Outfits von Valentinstag von den neuen Gegnermodus bekommen könnt. Und zwar die pinken oder orangen oder grünen, was ihr wollt. Gerade wechseln sie alle in mein Team, warum auch immer. Naja. Auf jeden Fall startet ihr die Mission. Und ein Kumpel von euch muss im Rennen von Rockstar schön und oben auf geschlossen stellen, damit ihr ihn später beijoinen könnt. Jetzt wartet ihr erstmal, bis der Job startet. Es ist egal, ob ihr verliert oder ihr gewinnt. Die Elis kommen ja irgendwie nicht aus dem Knick. Ach, halt Englisch. Ich hole mir jetzt erstmal das pinke Outfit von den neuen Gegnermodus. Aber jetzt müsst ihr erstmal den Job zu Ende spielen. Na, der geht auch relativ schnell. Für das Outfit lohnt sich das auf jeden Fall. Muss ich noch erstmal warten, bis die hier fertig sind und abknallen. Das darf so gleich vorbei sein. Gut, die erste Runde ist vorbei, jetzt fehlt nur noch eine und dann kann ich euch zeigen, wie es weitergeht. Gut, das war's jetzt mit dem Gegnermodus und sobald dieser Bildschirm kommt mit den Jobbewerten, trittet ihr erstmal euren Kumpel bei, der in Rennen schilt. Einfach über die Party und dann auf Sitzung beitreten. Und zwar jetzt. So, jetzt bin ich Patrick beitreten. Jetzt kann es erstmal weitergehen. So, jetzt geht ihr einmal oben links in der Ecke auf den Job, einmal mit X. So, jetzt lädt das ein bisschen länger und dann kommt gleich diese Meldung.
So, die nehmt ihr an. So, jetzt wurde ich bei Patrick in Rennie spawnt. Und sobald man verlassen kann, einfach so schnell wie möglich raus aus dem Job. So, und wie ihr seht, wurde ich mit den Outfit despawned. Und jetzt könnt ihr das in beliebigen Klamottenladen oder Waffenladen einspeichern. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst auf jeden Fall ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.